Weil da muss ich sagen, da bin ich. Nein, nein, nein. Och, ich kotz ab. Oh, das habe ich nicht, da habe ich, das habe ich nicht bedacht. Oh, dass sie uns da so einkesseln. Oh, das ist jetzt echt frustrierend. Ah, das ist so ätzend jetzt, ne? Na gut. Egal. So. Wir gehen jetzt hier einfach nach unten. Die Abkürzung haben wir nämlich noch nicht genommen. Ich hoffe mal, das war eine gute. Verschwindet von hier. Okay. Ich dachte, wir bekommen noch irgendwas. Oder hatten wir das vorhin schon gehabt? So, die bleiben da irgendwie stehen. Ja, ist ja auch interessant, dass man so mal angreifen kann. Gut, die Molotow-Cocktails sind mir eigentlich echt zu schade. Naja, aber egal, dann. Ich verstehe es nicht. Da ist ein Gegner und ich will ihn anvisieren, aber er macht's nicht. Verstehe ich nicht. Egal. Gut. Ja, und zum dritten Mal sind wir hier. Und auch, ich denke mal, zum dritten Mal werden wir das auch irgendwie hinkriegen. Das wundert mich, dass ich jetzt trotzdem gestorben bin. Ich habe mir. Naja, egal. Ja, kommt die nun oder nicht? Ich meine, ich kann die auch so besiegen, ne? Also so bekämpfen. Das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Oh, sehr gut. Das war doch mal sehr gut. Oder glücklich abgepasst. Gut, ich hoffe mal, dass ich es das beim nächsten Mal besser schaffe. Ah, das ist so nervig, ne? Aber gut. Kann man jetzt nur nicht ändern. Naja, egal. Oh. Verdammt. Ich weiß echt nicht, wie man das macht, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ja, dieses mit den. Da muss ich nur nochmal nachher durchlesen, diesen Guide.
So, viele Gegner sind es jetzt nur nicht mehr, aber naja. Trotzdem zu viele. Wäre eigentlich interessant, wie das. Wäre, wenn man nicht alle Gegner immer wieder neu machen könnte, neu bekämpfen müsste. Wäre natürlich nicht so anspruchsvoll, ne? Aber es würde einen echt erleichtern, irgendwie. So, jetzt kommen die nächsten Gegner. Ich habe ihn schon gesehen. Oh, was hat er denn? Der sieht aber besonders gefährlich aus. Also, ihr habt die glühenden Augen gesehen. Blutegg erlangt? Hä? Warum hat er die denn? Finde ich gut, ne? Also, finde ich gut. Sehr gut. Bei noch einer Yas. Yes. Ey. Gut. Wollen wir nochmal ein Blutviole nehmen und dann haben wir es auch wieder mal geschafft. Ach, wie schön das mit dem Feuer aussieht. Ah, guckt an. Haben wir es gar nicht so beachtet. Gut, bestimmt nehmen wir da auch Schaden, wenn wir es uns da ranstellen, zu dicht dranstellen. So, gut. Dann sind wir wieder an dieselben Stelle. Und ich werde jetzt auch ein bisschen schneller vorantreiben. Ich werde aber trotzdem die Hundis alle ausschalten, weil ich mir sonst Sorgen mache, dass uns ein Hund überrascht. Sag mal. Und das möchte ich nämlich nicht. Oder nur ungern. Hier war noch einer, ne? Hä? What the fuck? Alter. Seelenruhig allein. Geht er zu uns? Naja, egal. Gut, ich glaube. Oh. Schade. Gut. Wartet mal. In Bewegung. Wartet mal, was ist mit der Fackel? Ich muss mal was gucken. Eine Fackel haben wir. Ansehen. Eine gewöhnliche Fackel, hergestellt aus mit Kiefernharz getränktem Stoff, der um einen langen Stock gewickelt wird. Jäger verwenden Fackeln nicht nur, weil die Jagd sie in dunklen Winkel führt, sondern auch, weil einige Kreaturen, denen sie begegnen, eine Todesangst vor Flammen haben. Okay. Ich möchte gerne mal. Das ist cool. Weil ich habe mir gerade mal die Tipps durchgelesen. Hier ist noch einer. Okay, gut. Das ist mir neu. Ich sollte mal die Lösung mal ein bisschen mehr durchlesen. Jetzt nicht, um mich total zu spoilern, aber um mir den Weg ein bisschen zu erleichtern. Ne? Natürlich könnten wir auch darunter gehen, aber ihr seht schon, den will ich eher nicht so begegnen. Wartet mal. Stürzt sich einfach durch die Lücke nach unten, genau. Geht euch entlang des folgenden Wegs und ihr könnt die silberne Tür. Naja, egal. Gut. Wir gehen jetzt mal wieder durch.
würde mal auch gerne mal durch die Tür gehen, weil da waren wir nämlich noch nicht. Wir machen aber erstmal oben die Gegner platt und dann gehen wir aber raus. Das Gute ist, jetzt sehen wir die Gegner nämlich. So. Die verrückte Nudel. Zack. Und zack. Sehr gut. Wir haben 4000 Seelen. Das ist sehr gut. Ich gehe aber kurz mal nach draußen. Okay. So. Verstehe ich nicht, wo wir jetzt sind. Ach hier, okay. Wollen wir nach oben gehen? Ach, hört auf. Das ist natürlich perfekt. Da haben wir eine Abkürzung gemacht, Mensch. So, ich guck mal, da hinten ist nämlich ein... Nee, der kommt nicht her. Sehr gut. Mensch, krass. Das ist cool. Sehr, sehr nice. So, dann gehen wir wieder rein. Und haben uns eine Abkürzung gemacht. Oh, da freue ich mich aber. So, jetzt gucken wir mal. Warte mal, hier oben war noch ein Gegner. So, nicht, dass jetzt gleich die Werwölfis kommen. Das wäre überhaupt nicht gut. Gut, wartet mal kurz. Treppe nach oben. So, bewegt euch nun zurück zum Haus. Dort liegt wir. Da sind wir gekommen. Lykon-Tropfen auf euch. Können aber nichts in Ende. Aha, okay. So, der Kleriker, die Kleriker-Bestie ist halt der erste Miniboss. Hey. So, genau. Alter. Hui, gut. Oh, Blutscheinscheibe, sehr nice. Dann gehen wir erstmal hier nach rechts, weil da soll irgendwas sein. Also, habe ich jetzt gelesen. Ach krass. Ach, wir sind hier oben. Oh cool, das habe ich jetzt gar nicht. Oh nice, Kiesel haben wir gefunden. Das ist sehr gut. Und yes, sehr gut. Blutsteinscherbe, noch eine. Wunderbar. Mensch. Also ich hoffe mal, stört euch jetzt nicht so, dass ich jetzt ab und zu mal in die Komplettlösung mal angucke. Uns kann keiner überraschen, ne? Okay, sehr gut. Eigentlich wollte ich jetzt nach oben.
Nur bloß schnell die Leiter benutzen. Oh krass, hier sind wir. Okay, alles klar. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo wir sind. Das ist nämlich, wo ich mal erzählte. Oder habe ich. Nee, das habe ich noch gar nicht erzählt. Aber hier kann man nämlich. Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man da noch ein paar Leichen durchsuchen. Was ist denn hier los? Ich will jetzt. Och Mensch. Okay, da sind zwei davon. Noch einer ist da. Oh Mann, Mann, Mann. Da habe ich eher nicht so eine Lust drauf, wenn wir das machen. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt nach oben, also wieder dahin, wo wir zum Boss kommen. Sonst weiß ich auch nicht. Okay, doch. Gut, war nun Umweg. Oder es? Weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwann dahin. So, wartet mal. Bevor wir zum Boss gehen, muss ich mir mal. Also, die Bestie. Puppe. Ach so, okay. Genau, wenn es sich nach dem Treffer. Geht ihr zu ihm und drückt die Angriffstaste. Okay, wir versuchen das einfach mal, ne? Aber als erstes müssen wir. Genau. Von hier hätten wir auch hingehen können, aber wollte ich nicht. Egal. Gut, wir haben jetzt hier erstmal. Noch einen kleinen Dicken. Ach so, oh, wir sind aber ganz schön weit. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Gewohnt, genau, wo wir denn sind. Wartet mal, wie kann man das, kann man. Ach so, okay. So. Hey. Oh, das war gut. Das ging doch ganz gut. So, wir haben wieder ordentlich Blutfiolen. Das brauchen wir definitiv. Ey, so. Widerliche Viecher. So, jetzt geht's gleich richtig um die Wurst. Oh, ich hoffe mal, wir schaffen das irgendwie. Wartet mal. Gut, das Headset ist gerade rausgeflogen. Einen Moment. So, wartet mal. So, bleibt nahe bei der Bestie, bis sie zum Schlagen ausholt und weicht hinter sie aus. Dort könnt ihr ein paar Treffer landen, bevor sie sich umdreht. Achtet darauf, nicht zwischen den Bestien und euren Umgebungen gequetscht zu werden. Dann verliert ihr schnell den Überblick und das kommt euch teuer zu stehen. Die Abfolge von Angriffen und Abwehrausweichen bewegen muss fast nahtlos ineinander übergehen, nachdem ihr die Kleriker-Bestie ein paar Lebenspunkte abgezogen habt. Wird sie wütend. Dann wirkt sie auf viele Bodenangriffe, die eine große Fläche abdecken. Ab diesem Zeitpunkt solltet ihr in einer. In einiger Entfernung bleiben, bis sie sich wieder beruhigt. Dann schlagt ihr wieder zu, um dem Monster viel Schaden zuzufügen. Müsst ihr ein paar Mal auf seinen Kopf schießen. Um diesen anzuvisieren, müsst ihr den Lock-on nutzen und anschließend einmal mit der rechten nach oben drücken, wenn es sich nach dem Angriff. Okay, wartet mal.